Und so kam es zur Wiedervereinigung mit Salvador und Delvin. Der Weg zurück zum Global war die Hölle. Also wirklich. Ich kenne ja die Theorien zum Klimawandel. Und ich bin weiß Gott auch der Ansicht, dass etwas getan werden muss. Aber ich verstehe nicht, warum Sie sich diese lächerliche Geschichte ausdenken. Es ist die Wahrheit. San Francisco unter Wasser? Tornados in Europa? Und das alles schon 2050? Lächerlich. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als hier. Vielleicht meinte ich auch 2500. In einer Woche ist... Genau. Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist. Und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz? Allerdings. Man dreht sich nur einmal kurz um und schon sind 10 Jahre verstrichen. Das Kind ist groß, die Frau ist krank und... Ach. Und die Pole sind geschmolzen. Eben. Eben nicht. Die Welt ist konstant. Es sind nur die Menschen, die sich ändern. Wenn es doch so wäre. Ja, echt mal, die Menschen. Die Menschen ändern sich... Bei, ja, wenn es zu spät ist, dann ändern sich die Menschen. Bei Krieg, beim Dings, na. Na, bei Katastrophen. Da halten die Menschen zusammen. Vorher, danach sind sie alle wieder, davor sind sie alle. Kennt keiner einen den anderen, ja. Man könnte da wieder philosophieren, aber ich lasse das mal. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Na, wenn das so ist, können Sie sich doch auch getrost an meinen Sohn wenden. Er führt meine Forschungen weiter. Er ist der Svensson, den Sie suchen. Warte, ich bin mir doch sicher. Es war 2050. Hören Sie, ich kenne die Studien. Mein Gott, ich habe selbst welche verfasst. 2050 ist Humbug. Wie der Rest Ihrer Geschichte. Ja. Wie gesagt, wir waren auch überrascht. Oh Mann, Sie haben Ihre Rolle wirklich gut einstudiert. Also dann, willkommen im 20. Jahrhundert. Fahren Sie fort. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Dazu wollte ich ja gerade kommen. Wie gesagt, der Rückweg zur anderen Zeitkapsel war eine Tortur. Ich hoffe, die Geschichte hat auch eine Pointe. Soll ich jetzt weitererzählen? Kommt drauf an. Wie lange dauert es denn noch? Na gut, wie du willst. Ich kürze die Geschichte etwas ab. Wir hatten also schließlich das Global erreicht. Mittlerweile war es Nacht. Und wir beschlossen, in den Ruinen Quartier zu beziehen. Bitteschön. Kapitel 2. A Night in the Global. Die Nacht im Global. In dem Global. Wow. Das war spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Hast du nichts zu tun? Das hier ist kein Lagerfeuer, Funker. Komm schon, Salvador. Ich finde, ich habe ein wenig Anerkennung verdient. Ich meine, erst die Aktion mit dem Kran und dann auf dem Rückweg auch noch diese Geschichte mit den Alligatoren. Alligatoren? Ich bitte Sie. Du wolltest die Geschichte ja nicht hören. Ach, verdammt! Gibt es Probleme, Delvin? Mehr als genug. Ich denke aber, wir kriegen die Kapsel tatsächlich noch einmal startklar. Es ist nur eben nicht ungefährlich. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Was genau bedeutet nicht ungefährlich? Für den letzten Zeitsprung haben wir jahrzehntelang Daten gesammelt. Für diesen hier haben wir einen angebrochenen Abend. Wenn ich mich verkalkuliere, dann könnte es sein, dass wir uns bei dem Transport in kleinen Scheibchen über einen Zeitraum von 3 Wochen verteilen. Dann darfst du dich eben nicht verkalkulieren. Dann darf ich mich eben nicht verkalkulieren. So einfach. Was brauchst du denn noch für den Start? Naja, als allererstes bräuchte ich das exakte Datum. Die zeitlichen Zielkoordinaten, wenn man so will. Und dann? Das ist nicht ganz unkompliziert. Geht es auch präziser, Pilot? Ich brauche ein Atom. Ein Atom. Gibt es hier nicht genug davon? Ja, nein. Ich brauche ein ganz spezielles. Eines, durch dessen Quantenmatrix wir zu der entsprechenden Zielzeit reisen können. Ah, so ist das. Na, zu dumm, dass ich mein Quantenmikroskop nicht dabei habe. Ich hab doch gesagt, es ist kompliziert. Konzentrieren wir uns erst einmal darauf, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden. Genau. Das Wichtigste ist, dass wir uns schnell auf die neue Situation einstellen. Wir brauchen mehr Informationen, um das Missionsprofil anzupassen. Ich glaube, Nigel hatte einen Plan. Er hat mir einen Datenkristall gegeben. Wenn wir den zweiten auch noch finden können, lässt sich bestimmt rekonstruieren, was er herausgefunden hat. Datenkristall. Gib mal her. Was soll das sein?
Eine Art Speichermedium? Ich glaube. Und dafür hat sich der alte Trottel in den Tod gestürzt. Hm. Ich habe immer geahnt, dass ein Mangel an Objektivität irgendwann die Mission gefährden würde. Und jetzt sitzen wir hier. Nur noch zwei Mann. Hey. Ach, Madame möchte auch einen Beitrag leisten. Na, da bin ich aber mal gespannt. Also, ich will nicht sagen, aber der Typ ist mir ein bisschen, naja. Macht er einen schönen, also, ich weiß nicht, ob ich der Chef ist oder so, aber. Pilot, Funker, ich bin der Boss hier, ja, ihr seid alle scheiße. So ist, finde ich, ist seine Aussage, sagen, alles eure Schuld und ich bin der Beste hier. Naja, mal schauen, aber momentan bin ich nicht so ein Freund von dem Kerl, ne? Auf der anderen Straßenseite gibt es eine Art Bibliothek. Dort finden wir bestimmt alle Informationen, die wir brauchen. Eine Bibliothek? Hast du darum so lange gebraucht, bis du uns gefunden hast? Ich wusste doch gar nicht. Während andere ihr Leben riskieren, geht Madame erstmal eine Runde lesen. Gut gemacht, Faye. Also das ist doch... Kein Wort mehr. Ich habe weitaus Wichtigeres zu tun, als mir dein Gestammel anzuhören. Wenn du dich unbedingt hervortun möchtest, dann bitte mit konstruktiven Vorschlägen. Wieso reisen wir nicht so weit in die Vergangenheit, wie es nur geht? Studie 478. Für Beeinflussung müssen Menschen Problematiken realisieren können. Wir brauchen eine Zeit, in der es bereits ein Klimaproblem gab, um erfolgreich infiltrieren zu können. Das sehe ich auch so. Wir suchen einen äußerst schmalen Zeitkorridor. Der Klimawandel muss bekannt, aber nicht zu weit fortgeschritten sein. Also die temporale Nadel im Heuhaufen? Dazu sag ich mal nichts. Hat noch jemand einen ernstzunehmenden Vorschlag? Eigentlich ist doch klar, was wir tun müssen. Wir gehen rüber in die Bibliothek und suchen dort nach... Nein! Ich habe einen besseren Plan. Ich werde mich in dieser Bibliothek da drüben umsehen. Auch gut. Vielleicht finde ich ja sogar ein Gerät, um die Daten auf diesem Kristall auszulesen. Ich habe ein paar Terminals gesehen. Danke, Funke. Die hätte ich wohl auch noch gefunden. Und vergiss nicht, dass es noch einen zweiten Kristall gibt. Nigel sagte... Nigel war ein idealistischer Querkopf. Ich kann mir schon vorstellen, wie sein Plan ausgesehen hat. Aber... Hör gut zu, Funke. Ich bin jetzt der ranghöchste Offizier bei diesem Einsatz. Es wird gemacht, was ich sage. Und ich will mir jetzt erst einmal selbst ein Bild machen. Irgendwelche Einwände? Nein? Dachte ich mir doch. Was hat er nur gegen mich? Nimm es nicht persönlich. Ich glaube, er ist noch aufgebracht wegen der Sache mit den Alligatoren. Der Trick mit der Hose hat zwar funktioniert, aber Salvador ist einfach niemand, der sich gerne bloßstellen lässt. Dieser Kerl... Es gibt manche Leute, die lösen bei mir recht so einen Wutschrei aus. Da möchte ich mit der Faust, naja. Oh, Alter, der hat mich gerade, ich musste mich gerade wirklich ein bisschen zusammenreißen, um nicht komplett auszurasten. Der hat sogar, so eine Leute, die das ist, oh. Okay, machen wir mal schnell weiter. Ne. Der ist aus unserer Krankenstation. Schon komisch, ihn hier Mann, zu sehen. Mann. Nur Fussel. Ich hoffe, der stirbt, aber naja. In der Lampe ist genug Svensson-Energie für einen Monat. Hoffentlich dauert die Mission vom nicht so Funker, lang. Wie er die auch anspricht, da fand ich, naja, das war so, ne? So eine Leute. Schön. 2:54 nach Beginn der Mission. 2050 ist zu spät. Phoenix-Plan droht zu scheitern. Team A und B sowie D und H sind tot. Wurden gerettet. Von Funker F42. Hey, ich heiße Faye. Und warum stehe ich in Klammern? Nächster Schritt. Reorganisation mit Pilot Delvin. Neue Zielzeit ermitteln und zweiten Zeitsprung initiieren. Na, hieß immer. Damit macht sich Salvador manchmal Notizen. So. Daten wurden gelöscht. Geschieht ihm recht. Genau so. Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht verstehen. Das war richtig, genau, das habe ich erwartet. Ich glaube, das ist für irgendwelche Messgeräte oder so. Geht nicht. Kein Fach. Nicht mal für eine Batterie. Was will ich mit dem Ding überhaupt? Das macht die anderen doch auch nicht wieder lebendig.
Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, ja, was ich damit soll. Ist egal. Delvins Tasche. Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Ich weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. Süß. Da sitzt so ein Schmetterding. Du magst unser Licht, Schmetterding. Was? Ach, süß. Delvin, mal sehen. Der scheint nett zu sein. Er scheint ziemlich erschöpft zu sein. Du siehst müde aus. Aber irgendwie auch erwachsener. Haha, so schlimm? Ja, schau dich doch mal an. Viel ruhiger und erfahrener. Ist doch viel passiert in den letzten 12 Stunden. Aber weise und alt wird man so nicht. Okay. Da kann man sich die Lampe ansehen. Dina und Johann haben die Lampen gebaut. Ich konnte Dina das und gut. Johann, das sind auch schöne deutsche Namen. So, wir machen die einfach mal aus hier. Weiß nicht. Strom sparen. Wer weiß, wie lange die halten, die Batterien. Vielleicht wird es nachher noch wichtig sein. So, mal gucken, wo der alte Salvador ist. Der alte Sack. Mann. Zuverlässig, strahlend hell. Aber was für ein Stinkstiefel, ey. Der sieht noch schlimmer aus als der Rest. Ich hoffe, das ist kein böses Zeichen. Oh, ich glaube, er hat sich bewegt. Mann, jetzt lass dich doch nicht von einem einzelnen Buchstaben verunsichern. Wäre er nicht kaputt, könnte ich nicht rüberklettern. Dieses rote Glas ist viel zu dick. Die Konstruktion viel zu wackelig. Entweder breche ich mir die Hand oder Salvador kommt nicht mehr zurück. Ach nein, das wäre beides nicht. Ja, siehst du, ja, wir hatten gerade den beiden, wir hatten gerade den gleichen Gedanken, wollte ich damit sagen, ne? Als sie sagte, Salvador kommt, als sie sagte, ja, oder Salvador kommt nicht mehr zurück, da habe ich auch halt überlegt, na, ja, mir sehr sympathisch, die Dinge, ey. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Nee. Aber ich bin mir wirklich sehr sympathisch geworden. Aggressiv, eklig laut und unruhig. Es scheint immer noch zu halten. Ah.